Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeon Keeper 2. Heute wollen wir wieder weiter loslegen. Ja, ich werde wahrscheinlich heute nicht ganz so eine lange Folge machen. Ich bin immer noch leicht erkältet. Auch wenn man es jetzt noch nicht so raushört. Ich war jetzt die ganze Zeit heiser. Ja, ich versuche das Beste draus zu machen und euch trotzdem zu unterhalten. Also, wir waren das letzte Mal zumindest stehen geblieben bei dieser netten Belagerung, die ja doch etwas größer ausgefallen ist. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir gehen jetzt einfach mitten durch. Es hat sich für mich kein anderer Weg halt ergeben. Ihr braucht den Juwel. Und der liegt nicht bei den sylvanischen Elfen herum, sondern in Asmodeus Dungeonherz. Das ist euer Ziel. Auch wenn andere Gegner euch ablenken wollen, konzentriert euch auf diese Aufgabe. Ja, so, gerade zugehört. Ja, uns läuft einfach die Zeit davon. Ne? Also wir können keinen anderen Weg jetzt momentan finden. Das heißt, wir gehen einfach mal mitten durch. Ne? Ganz kurz und knapp. Wir haben ja ein paar Truppen da. Wir haben unsere eisernen Jungfrauen, die uns jetzt quasi durchkämpfen werden sollen. Und ja, ich denke mal, das wird doch irgendwie werden, ne? Mir ist auch schon aufgefallen, dass wir da oben, ganz oben rechts, sehen wir dann gleich, zeige ich euch dann noch gleich, noch so einen so eine kleine Einbuchtung haben. Vielleicht können wir da schneller an das Dungeon-Herz kommen. Weil das ist das dringende Ziel, wo wir hin müssen. Wir müssen das Dungeon-Herz zerstören, um quasi an den Juwel zu kommen. So weit, so gut. Also ich hoffe jetzt, dass die, die jetzt noch da drin sind, erstmal da drin bleiben. Weil hier wird ja jetzt doch etwas gemetzelt. Muss man sich mal überlegen, ne? Die bauen hier alles aus für eine Belagerung und wir schleichen uns da einfach mal so querfeldein. Einfach mal so durch, ne? Bisher läuft's ganz gut. Besser als ihr dacht. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Na, aber mir blieb ja eigentlich auch nichts anderes übrig. Man muss ja eigentlich hier durch. Es gibt keinen versteckten Weg. Zumindest hat sich auch durch die Verhörung kein versteckter Weg entwickelt oder gezeigt, den wir hätten einschlagen können und nicht hier durchgehen können. Die Einbuchtung meine ich, hier oben. Bin mal gespannt, was das ist. Vielleicht ist ja da irgendwas Interessantes dabei. Ich hoffe nur, meine Truppen kommen ganz schnell mit. Na, weil die Mauern zu zerstören, das würde viel zu lange dauern. Und da sind ja auch bestimmt Fallen und alles gegeben. Weil die werden ihr Dungeon-Herz ja nicht unbewacht lassen. Ne? Die werden ja belagert, in dem Sinne. Deswegen denke ich mal schon, dass die so intelligent sind, da so ein bisschen drauf zu achten. Selbst wenn da, ja gut, da scheint doch eine Mauer zu stehen. Aber wir können uns da dran vorbeigraben. Na, die Katapulte oder Kanonen, die zerstören wir jetzt. Und wir gehen einfach mal hier an dem Reich einfach vorbei. Na, immer schön vorbeigraben. Was wir bräuchten, ist ja einmal unsere Truppen direkt hinter uns. Ne, hier seht ihr es. Ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett eigentlich ganz praktisch, dass das hier direkt so ein Hohlraum im Endeffekt eurer Geschöpfe kommen nicht zu der Flagge, an der bei unserem Gegner vorbeiläuft. Ne, wir werden sie jetzt mal hintragen. So, ich hoffe, jetzt findet ihr alle die Fahne. Wir müssen aber noch ein Stückchen weiter, ne? Na ja, doch, doch. Wir können hier nochmal lang. Aber wir haben da eine Verbindung gegeben. Da müssen wir keine Brücke jetzt extra bauen. So. Läuft doch erstmal ganz gut. Bin begeistert, bin begeistert. Ja, jetzt müssen wir uns halt bloß hier dran vorbeikämpfen, ne? Also durch die Hühnerform werden wir uns jetzt graben und dann eigentlich auf direkten Wege zum, ja,
zum Dungeon-Herz. Ich habe das ja schon in der Vergangenheit getestet, ob das soweit klappt. Das Ding ist, sobald wir uns hier durch diese Mauern gegraben haben, werden alle Belagerungsteilnehmer, heißt die Gegner, wo wir uns jetzt einmal quer durchs Schlachtfeld gekämpft haben, werden auf uns aufmerksam und fangen an, uns hinterher zu rennen. Das heißt, beziehungsweise zu marschieren. Die kommen ja alle aus ihren Verstecken raus und greifen uns an. Das ist die Zeit. Also bis sie uns erreicht haben, haben wir eigentlich Zeit, das Dungeon-Herz zu zerstören. Sollte uns das nicht gelingen, haben wir eigentlich so gut wie verloren. Da kannst du aufgeben. Aber wenn es uns gelingt, ist die Mission in dem Sinne erfolgreich. Einige eurer Geschöpfe kommen nicht zu der Flagge, an der ihr sie zusammengerufen habt. Blöd ist, wir können halt auch jetzt erst das Tor bauen. Ne? Jetzt greifen die uns alle an. Also ich will jetzt gar nicht erst gucken, ich will hier schnell das alles zerstören. Jetzt laufen eigentlich alle los, um uns anzugreifen. So, einmal schön durch, ganz schnell. Versuche jetzt mal schnell anvisieren. So, vielleicht hilft das ja, dass sie dann alle das Dungeon-Herz angreifen. Ja, Kanonenturm soll auch beseitigt werden. Das hier ist das Wichtigste. Den haben wir zerstört. Die müssen das Dungeon-Herz angreifen. Los, immer drauf, drauf, drauf. Einige eurer Geschöpfe kommen nicht zu der Flagge, an der ihr sie zusammengerufen habt. Ne, je mehr eigentlich helfen, das zu beseitigen, umso besser. Ja, das sieht schon gut aus. Also ein paar sind schon mal dabei. Tendenz steigend. So, und jetzt werdet ihr sehen, hier. Alle kommen aus ihrem Versteck, um uns hinterher zu rennen. Und wir können mit diesem Erdbeben eigentlich gar nichts machen. Ach, bin ich gerade begeistert, dass meine Stimme so gut mitmacht. Ja, das Dungeon-Herz. Es schlägt langsamer. Bald wird es wohl verstummen. Also ihr seht, uns läuft die Zeit davon. Also jeder, der hier mithilft, ist eigentlich Gold wert. Einige eurer Geschöpfe kommen nicht zu der Flagge, an der ihr seid. Ja, es verkraut das Dungeon-Herz. Ihr habt einen gegnerischen Trainingsraum. Los, geh kaputt! Mikroferkel fallen in euren Dungeon ein. Vorsicht! Ihr habt noch 5 Minuten Zeit. Naja, eigentlich weniger, wenn man danach geht, dass die uns gleich erreicht haben. Ihr habt einen gegnerischen Keeper besiegt. Sehr gut, Honi. Hol dir den Juwel. Ihr werdet auch gleich sehen, da kommen auch schon welche dann. Da hätte den Juwel nach oben. Na, also du musstest quasi nur das Dungeon-Herz beseitigen. Das andere hättest du gar nicht hinbekommen. Ihr habt noch 4 Minuten Zeit. Hättest ja auch nicht mehr Kreaturen machen können, die sowieso schon im Dungeon waren. Mit Auslöserfallen könnt ihr wunderbare Kettenreaktionen auslösen. Mit der Indie-Falle könnt ihr die lästigen Guten ziemlich platt machen. Stacheltüren widerstehen auch starken Schlägen. Hühnerfarm. Ach. Asmodeus glaubte, er sei in Sicherheit, und die silvanischen Elfen dachten, sie hätten ihn in der Falle. Keine der beiden Parteien hatte auch nur die leiseste Ahnung, was sie von unserer Seite erwartete. Nun besitzt ihr 3 Teile des Horny-Talismans. Ich brauche euch wohl nicht daran zu erinnern, dass ihr mit diesem Emblem den Horny in einem Notfall herbeirufen könnt. Und wie es dann hier weitergeht, in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Buddy und...
Ciao.